In einer defensiv geprägten Partie erwischt Ferchau den besseren Start. Danach passiert erst mal rund 10 Minuten nichts, ehe Kronex so langsam auf Touren kommt. Drei Tore binnen von 60 Sekunden bringen Kronex zunächst in Front. Bis zur Pause können sie den Abstand weiter erhöhen, ehe Ferchau zumindest noch mal einen verkürzen kann. 5:2 der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel zunächst wieder Ferchau mit dem besseren Start, kommen Tor um Tor ran, sogar bis zum Ausgleich. 5:5 steht es, aber Kronex hat den deutlich längeren Atem, erzielt noch drei Tore hinten raus, gewinnt mit 8:5, revanchiert sich somit für das Hinspiel und ihnen ist der zweite Platz so gut wie nicht mehr zu nehmen.